Dr. Hurtado Vidal stammt aus Sinaloa. Aber vor 8 Jahren lockte ihn der boomende Medizintourismus nach Tijuana. 1 bis 2 Patienten pro Woche hatte der plastische Chirurg damals. Heute kommen jeden Tag so viele. Fast alle sind Ausländer, die Mehrheit aus den USA, viele aus Kalifornien. Aber der Arzt hat auch Patienten aus Peru, Argentinien und Ländern Mittelamerikas. Denn er operiert nicht nur, sondern bietet ein Komplettpaket mit Transfer und Unterkunft an. Wir holen die Patienten von San Diego oder von Los Angeles mit einem eigenen Fahrer ab. Der bringt sie dann zu ihrem Hotel. Und von dort aus geht es dann weiter zu unserem Büro, um die Operationen zu planen. Seit der Corona-Pandemie hat sich der Medizintourismus in Tijuana verdreifacht. Die Branche bringt pro Jahr rund 2,5 Milliarden Dollar in den mexikanischen Bundesstaat Baja California. Rund die Hälfte der 4,5 Millionen Menschen, die Baja California jährlich besuchen, sind Medizintouristen. Patienten wie John Hedrich zahlen hier für den Eingriff 30 bis 80% weniger als zu Hause in Los Angeles. Heute ist er für ein Facelifting und eine Lidstraffung hier. In den USA muss ich warten. Sie geben einem das Gefühl, als ob sie dir einen Gefallen tun. Hier ist das anders. Ich war schon mal für eine Zahnbehandlung in Tijuana. Das Ergebnis war gut und der Preis auch. Aber das Wichtigste war für mich die persönliche Betreuung. Der Medizintourismus in Tijuana wächst jedes Jahr um etwa 12%. Aber zu Beginn des vergangenen Jahres gab es einen Rückschlag. Sicherheitsprobleme in der Grenzstadt zu den USA schreckten Patienten ab. Und die Aufwertung des Pesos hat die Preise für Amerikaner steigen lassen. Der Allgemeinmediziner Abraham Sanchez hat die Ursachen analysiert und nach Lösungen gesucht. Er sieht auch die wachsende Konkurrenz aus Ländern wie der Türkei, Kolumbien und Costa Rica. Diese lateinamerikanischen Länder konkurrieren im Bereich der ästhetischen Chirurgie vor allem durch ihre Preise. Sie bieten Preise an, die einfach unglaublich sind. Wir in Mexiko haben gleichzeitig noch das Problem, dass der Peso im Vergleich zum Dollar sehr stark geworden ist. Trotzdem, der Medizintourismus in Tijuana boomt immer noch. In diesem Hochhaus ist alles unter einem Dach. Unterkunft, Beratung, Operationssäle, Genesung, Restaurants und Unterhaltung. Die Stadt hat für Medizintouristen auch vereinfachte Verfahren bei der Ein- und Ausreise organisiert. Nur die Bürokratie müsse weniger werden, sagt Azimba Villegas, die erste Direktorin für Medizintourismus in Baja California. Die Branche ist in Baja California nach der Industrie die wichtigste Einnahmequelle. Laut einer Studie wird der Medizintourismus in den nächsten Jahren um 1/3 wachsen. Das bedeutet, dass der Zustrom von Patienten zunimmt und auch die Investitionen in diesem Bereich. So könnte es Tijuana schaffen, irgendwann die Welthauptstadt des Medizintourismus zu sein.